So, my friends, neue Folge, neues Glück. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke an all die Leute, die letzte Folge so zahlreich kommentiert oder bewertet haben. Ja, ich werde hier noch wahnsinnig in dem Game. Wir haben nicht so viel Munition. Also im Verhältnis zu dem, was uns hier noch erwartet, glaube ich nicht, dass wir viel Munition haben. Wir müssen hier jetzt den letzten Typen noch finden. Ich hoffe, wir finden den bald. Das sieht hier immer noch nicht danach aus. Och, nö. Das wird aber jetzt richtig widerlich. Den Knoten. Credits. Noch mehr Credits. Geiler Scheiß. So. Ich wette, hier passiert jetzt irgendwas. 100%ig. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit aktiviert. Jetzt Navi wieder verrückt, ne? Komm, Babyborn. Kotz für mich. Was? Toll, wo sind die Babys jetzt hin? So eine Scheiße. Das sind wertvolle Leichen. Nummer 1. Sieht jemand da in der Mitte diese Dinger? Die kommen bestimmt irgendwann noch runtergefahren. Aha. Edits. Geiler Scheiß. Also diese Pieksteile da, das wird bestimmt noch eine richtig ekelige Nummer. Ach, Credits, dafür verballert man die Munition, ey, also wirklich. Das war abgeworfene Munition, ich dachte gerade schon. Yeah.
Oh, ich muss hier mal kurz raus. Schwerelosigkeit aktiviert. Toxische Gefahr beseitigt. Schwerelosigkeit deaktiviert. Toxische Gefahr registriert. Ja, 100er, diese komischen Piepsdinger da, die gehen jetzt da draußen ab. So, das hätte sich damit erledigt. Schwerelosigkeit aktiviert. Alter! Ist verrückt! War doch gerade eben irgendwo noch so ein. Ist das nicht ein Durchgang? Hier ist so ein Fenster. Schwerelosigkeit deaktiviert. Sehr gut. Okay, diese Pieks-Dinger haben doch nichts gemacht. Was ein Glück. Speichern, damit wir den Scheiß hinter uns gebracht haben. Eine Gefahr für die Umwelt, ja. Großes Kino. Aktuelle Themen in einem alten Spiel. Immer schön auf Sackerl schießen. Wir haben echt nicht mehr so viel Zeug, ne? Wie gesagt, ich höre ja auf euch, ne? So, jetzt müssen wir 100% in die andere Tür da hinten. Hydrosteuerung. Du heilige Scheiße. Erstmal gucken machen. Toxische Gefahr registriert. Isaac, wo bist du? Hilf mir. So, ey, so geht es nicht. Heilige Scheiße, ich glaube, ich habe das Schlimmste so gerade noch abgewendet, wa? Boah, Plasma-Cutter-Munition, geil. Geil, 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 geil.
Ich bin so angespannt, das ist unglaublich. Ich glaube, das merkt man aber auch, weil ich nicht so viel rede wie sonst. Anbau Ost. Okay, probieren wir mal unser neues Spielzeug aus. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding was taugt. Isaac, ich habe mir die Notizen von Cross angesehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Kendra? Das ist er. Zwei Türen hinter dir. Kieran. Moment, er ist weg. Er hat gewunken und... sorry, Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Ich dachte, ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist nicht möglich. Die verrunkeln hier weg. Ich glaube, ich hätte auch das explosive Ding auf die werfen können, ne? Kann das sein? Okay. Das Makata-Munition, sehr gut. Okay, da müssen wir sogar hin. Geht hier ab. Shop. Boah, Alter, mir läuft's kalten Rücken runter. Es tut mir leid, Leute. Ich habe keinerlei Munition für den Plasma-Cutter gefunden. Es war echt nicht so viel, was ich gefunden habe. Ich weiß. Also, ja, man hätte es jetzt auch anders machen können, ist mir schon klar, aber ich muss mir hier jetzt ein bisschen was kaufen. Ich kann da, komme da leider nicht drum rum. So, wir müssen mal die Waffen gerade wieder wechseln. So. So, mehr Verunkel haben wir hier leider gerade nicht. Kann man dazu leider sagen? Ich weiß es nicht. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Och nö! An dir vorbei. Quarantäne aufgehoben. Boah, das ging schnell und gut. Es hätte mich im schlimmsten Fall wieder einen Haufen Energie und einen Haufen Munition gekostet. Diese Drecksbiester. Ich hasse die Viecher, ne? Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das noch lange nicht alles war. Okay, wir brauchen eine Energiezelle. Wo muss man eigentlich lang? Was? Okay, da lang. Aber da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ah ja. Wie viel Enzym hat er eigentlich? Unendlich?
Nö. Die gesehen, so spart man Munition. Einmal auf die Kiste treten und damit die Gleiche auch noch ausnehmen. Ah, einmal draufballern, weg. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Energiezelle, die wir irgendwo herholen müssen. Toxische Gefahr registriert. Ihr habt auf jeden Fall dahinter. Da kommen wir so nicht hin. Toxische Gefahr beseitigt. Fuck, wie komme ich da rein? Da war ich drin. Ach, so eine Scheiße. Hier war ich auch drin, ja, da bin ich wieder rausgekommen, alles klar. Ach ja, ist das immer eine Sucherei hier. Es ist aber auch weg. Durch den Morast stapfen muss, ist ja echt zum Kotzen. Was mich gerade aber nochmal interessieren würde, also okay, hier war das Riesenvieh. Ja, also er will, dass wir da diese Zelle reinschmeißen und die Zelle wird hundertprozentig in dem einen Ding da sein, wo wir nicht reinkommen gerade. Das ist Ost. Ja, und hier kommen wir nicht rein, weil die Tür nicht aufgeht. Das heißt irgendwie... müssen wir da von hier irgendwie rankommen. Und wie werden wir hier diese Scheiße los? Hm. Ah, guck mal da. Da ist eine Tür, das heißt, irgendwie muss man von der Seite doch da rankommen. Toxische Gefahr beseitigt. Das bedeutet, es könnte sein, dass wir von oben ein Stockwerk höher auf die andere Seite kommen und da vielleicht runter, weil oben war ja noch eine Tür, in die wir noch nicht reingegangen sind. Das müssen wir mal schnell gucken. Du kannst gerne unten bleiben. Bin ich froh, dass wir dieses Scheißvieh direkt gekillt bekommen haben, ne? Ja gut, er will, dass wir da rangehen, aber wir gehen erstmal hier rein. So, mal speichern. Mal gerade aufs mal auf die Karte gucken. Wird jetzt kein Elevator angezeigt.
auftauchen. Das ist doch bestimmt dieser Leviathan, oder? Gibt einem dann noch nicht mal was, weißt du? Das ist ein richtiges Scheißvieh, ey. 16 Schuss wieder nur, ey. Wie viel man davon raushaut, ne? Oh, ich gehe hier rein, ob dir das passt oder nicht. Sie sagten, das wäre eine Reparaturmission und nicht, dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht es jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wenn erscheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, geht uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt. Was du nicht sagst. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ey. Ich will natürlich jetzt zurückgehen. Aber. Okay. Schwerelosigkeit aktiviert. Das ist hier irgendwie sehr schleimig. Zu langsam. Oh, es hat uns sogar zerteilt. Cool. Muss ja viel Saft auf der Leitung gewesen sein. Naja, Freunde, ich habe gerade gesehen, wir sind bei über 20 Minuten. Ich würde hier mal einen Cut setzen, weil ich hatte eigentlich noch jetzt Neugierde da mal reinzugehen, aber das scheint ja dann doch noch ein etwas längerer Weg zu sein. Man sieht auf der Karte leider auch nichts, wo es da hingeht. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht es gut, bleibt gesund. Bewerten, kommentieren, sehr gerne. Tschüss.